Hallo Freunde dort von realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzermap mit Story Holzermap am Tegernsee. In der letzten Folge haben wir ein Anhänger voll Getreide zum Verkauf gefahren und dann sind wir zurückgekommen, haben uns überlegt, was machen wir als nächstes, beenden wir doch einfach die Folge und jetzt sind wir wieder zurück. Ich habe in der Zwischenzeit mal ganz kurz hier die zwei Kisten rausgetan, da sind die Kisten, in denen wir dann Hafer lagern. Da werden wir gleich wieder Hafer einfüllen, aber bevor ich das Ganze jetzt mache, habe ich mir entschieden, dass ich doch noch ein Anhänger voll Gerste wegfahren werde und ja, das machen wir jetzt hier mal ganz schnell. Packen hier uns schnell Gerste auf den Anhänger und fahren die erstmal weg, bevor wir hier das Gespann wieder abhängen. Und ja, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir hier wieder von drüben reinfahren. Das war eigentlich schon ganz praktisch so rum. War deutlich besser als andersrum. So, jetzt habe ich nur das Problem, dass ich hier nie rumkomme. Und dass ich hier mich ein bisschen verschätzt habe. Aber jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt geht's. Perfekt. So. Wundert euch nicht, weil das macht man klein. Ein bisschen lackt und ruckelt. Der Shader Cache muss ich bei mir neu aufbauen gerade. Und ja, das sollte sich aber dann ja legen. Ich bin zwar schon ein bisschen auf der Map umher gewesen, aber ja, na, jedes Mal, wenn man da. Ah, ne, jetzt geht's mit der Weile, wenn man mit der Kamera wechselt oder in einem Fahrzeug zum ersten Mal in an sich reingeht oder so, dann ist es ziemlich heftig, dass es einen großen Lag reingibt. Ja, so, wie gesagt, ich werde jetzt hier mal ganz kurz Gerste draufpacken und dann fahren wir eine Anhänger voll Gerste weg. Und ich würde mal sagen, wir machen da dann auch gleich wieder eine Zeitrafferaufnahme davon. Ja, doch, machen wir so. Ne? Machen wir eine Zeitrafferaufnahme vom Gerste wegfahren. Und ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Viel Spaß mit der Zeitrafferaufnahme und bis gleich. So, halt, stopp, 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 Handbremse anziehen. Ja. Wir kuppeln jetzt mal ab. Fahren jetzt hier mal den Schlepper beiseite. Ich habe mir gerade überlegt, ob wir jetzt versuchen sollen, hier mit dem Frontlader die Haferkisten zu stapeln oder ob wir unseren Hoflader einsetzen sollen. Ich habe die Haferkisten noch nie mit dem Hoflader gestapelt. Ich würde mal sagen, wir probieren das mal aus mit dem Hoflader. Und ich habe jetzt hier mich auch ein bisschen eingeparkt. Na doch, ich komme hier raus. Ja. Wir lassen den jetzt einfach mal direkt hier stehen. Und ja, wir versuchen das immer mit dem Hoflader. Beziehungsweise, Moment mal. Passt doch. Palettengabel ist groß genug. Da kommen wir mit rein in die Kisten. Ja, wir hängen jetzt mal, versuchen das mal, ob der Hoflader die Kisten auch gehoben kriegt, wenn sie voll sind. Ist natürlich so eine Sache. Ne? Das könnte gut sein, dass das schief geht. Aber das probieren wir jetzt mal aus. So, halt. So rum. Stopp, stopp, stopp. So. So, perfekt. Wir wollen vorwärts fahren. Na, komm schon. Jawohl. So, hätte man eigentlich auch die Stufe hochschalten können, ne? Wo packen wir jetzt die Ballengabel im Moment mal hin? Stellen wir die mal da rein, hier. Zwischen das Getreidegebläse, so. Stopp. So, dann machen wir die mal ab. Nu, warum hat der jetzt in die Außenkamera gewechselt? Merkwürdig, merkwürdig. So, ja, dann hängen wir jetzt mal ganz kurz die, wie heißt die andere Gabel? Palettengabel. Ja, 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 ja. Jetzt hängen wir mal ganz kurz die Palettengabel. Halt, stopp, stopp, stopp.
Das habe ich jetzt ein bisschen verbockt, ne? So, hängen wir die mal an. Perfekt. Dann probieren wir das mal. Ob wir das hinkriegen, ob das funktioniert. Wäre natürlich super, ne? Dafür haben wir die Kiste ja letzten Endes. Um solche Arbeiten zu machen. Aber wie gesagt, probiert habe ich es noch nicht. Und die sind dann nicht ganz leicht, wenn die voll sind. So, mal gucken. So. So wäre ganz unten. Jetzt müssen wir, ja, aha, so, perfekt. So, genau, so wären wir jetzt hier ganz unten. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Da sieht man doch super hin hier. Bisschen höher noch vielleicht. Jawohl. So soll es sein. Da kriegen wir sie gehoben. Ja, natürlich kriegen wir sie gehoben. Wiegt ja nichts. Aber wenn sie voll ist, ist es natürlich eine andere Sache. Probieren wir jetzt mal aus. Ja. Müssen wir nur hier auch genau hier drunter treffen, unter das Rohr. Das ist immer ein bisschen eigenwillig, das zu schaffen. Ja, steigen wir mal eben aus und gucken mal nach oben. Ah, wir müssen noch ein bisschen nach vorne, müssen wir noch. So, von der Position ein bisschen mehr in diese Richtung. Ne? Hätten wir auch mal einen Punkt hier auf dem Boden. Das wäre gar keine doofe Idee, ne, dass ich mir da auf dem Boden einen Punkt hin machen würde. Mal gucken. Ah. Ah. Noch ein bisschen vor, glaube ich. Noch ein bisschen vor. So. Jetzt müsste das auch funktionieren. Oh, jetzt ist wahrscheinlich nur das Problem, dass das nicht... Doch, es geht. Perfekt. Ha. Ist ja traumhaft. Ha, das ist traumhaft. So. Ja, dann probieren wir das jetzt mal. Ob wir den angehoben kriegen. Ha, gar kein Problem. Aha, gar kein Problem. Sehr schön. So, dann stellen wir die jetzt mal da drüben hin. Müssen wir natürlich gleich dann noch reinpacken, aber ich mache jetzt erstmal die andere auch noch voll. So. Sehr schön. Was sagt man denn dazu, ne? Aber dafür haben wir die Kiste ja letzten Endes. Für solche Sachen. Ich glaube, da sind wir, wo wir hin müssen. Perfekt. Sehr schön. So. Dann packen wir die auch rüber. Und dann werde ich die mal verstauen. Und dann können die Leute wieder ihre Pferde mit Hafer füttern. Und ja, dann haben wir schon wieder was erledigt. Und dann würde ich mal sagen, mache ich, glaube ich, jetzt was ganz was anderes. Und zwar werde ich dann jetzt gleich mal hergehen und werde unten Zaun machen. Ne, ich habe, Litze ist angekommen, was ich bestellt hatte. Und ne, Posten haben wir von da. Und ne, wir werden die so, den Zaun so machen wie hier auch. Ne? Genauso werden wir den machen, wie wir den da schon hatten. Damit da hinten, ne, da habt, seht ihr es ja, ne, mit den Posten und Litze und so. Ist nicht die idealste Variante so, aber genauso werden wir es machen. Und ja, ich verstaue das jetzt hier eben noch schnell. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück mit einer Video aufnehmen und so weiter, beziehungsweise mit der Kamera. Ich war unten am Zaun zugange und mein Schwiegervater war auch da und wir haben gemeinsam Zaunpfosten gesetzt.
Wir sind noch nicht ganz fertig. Mein Schwiegervater macht jetzt alleine weiter, weil ich nämlich spontan eine Entscheidung getroffen habe. Wir haben uns ein bisschen, ne, mit dem Heu verkalkuliert und es ist nass geworden. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Wiesen alle noch klatschnass sind, weil es jetzt doch ziemlich lange durchgeregnet hat. Und ich habe mich eigentlich dazu entschieden, dass wir jetzt einfach noch warten, ne, dass wir kein Heu machen, dass wir abwarten, was denn das Wetter so bringt in nächster Zeit und dass wir eben auf ein schönes Wetterfenster warten. Und jetzt habe ich mir aber heute so überlegt, ne, die Wiesen, die stehen ja teilweise schon wirklich gut und es soll jetzt ein paar Tage richtig heiß werden, aber eben nicht so, dass ich warten kann, bis es abtrocknet. Ne, ich kann jetzt nicht 2, 3 Tage noch warten und dann erst Heu mähen, das wird nichts, weil es wird eh nur so 3 oder 4 Tage richtig heiß. Und deswegen ist es meine Idee gewesen und die habe ich jetzt ganz spontan den Entschluss gefasst und auch schon telefoniert, dass ich ein Lohnunternehmen kommen lasse, der mir meine Wiesen hinmäht. Ne? Weil ich habe im Moment, ich kann ja nicht mit der Kombination fahren, ich kann nur mit dem Heckmäher fahren und das dauert einfach eine Weile. Und ja, ich habe neulich gesehen, dass hier ein Lohnunternehmen in der Nähe tatsächlich ein Big M besitzt und hier mit einem Big M in der Nähe gemäht hat. Und genau die habe ich jetzt mal angerufen und habe angefragt, ob die nicht eventuell heute ganz kurzfristig Zeit hätten, um mir ein paar Wiesen Heu hinzumähen. Und ja, das Gute ist, ne, der Big M, der hat auch einen Aufbereiter. Das heißt, ne, das Gras wird dann gleich durch den Aufbereiter noch entsprechend aufgeknickt und trocknet dadurch schneller. Und ja, das habe ich natürlich an meinem Mähwerk auch nicht. Und ich denke mal, ich hoffe, dass es nicht die falsche Entscheidung war, ne, zumal wir jetzt im Moment auch keinen Wender haben. Denn ich muss mir dann wieder Wender von meinem Nachbarn, ja genau, von meinem MF-Bauern ausleihen. Ja, ich bin mal gespannt. Aber ja, ne, dieses Teil hier und ne, der Big M hat einfach irgendwie viermal so viel Arbeitsbreite wie dieses Teil. Und ist auch ein bisschen schneller unterwegs. Und hat natürlich auch ein bisschen breitere Reifen. Gut, er ist auch ein bisschen schwerer. Jedenfalls, ja, na, der Boden ist noch nass. Das ist ein Problem, ne, dass das Heu, wenn es von oben trocknet, dann von unten trotzdem die Feuchtigkeit aufsaugt. Ich bin da am Hin und Her überlegen, ob wir das irgendwie, ich habe mir auch schon ganz kurz überlegt, ob wir es nicht vom Big M in Schwaden hinmähen lassen und dann erst über Nacht trocknen lassen. Und dann mit dem Heuwender versuchen, breit zu verteilen. Aber ich glaube, da haben wir nicht ganz so viel davon. Ich glaube, es ist besser, wenn wir es wirklich flach hinmähen, wenn wir es gut wenden und hoffen, dass der Boden eben durch das Heu durch abtrocknen kann. Alternativ, wenn wir das Heu, wenn es angetrocknet ist, mal auf Schwaden legen für eine Weile. Müssen wir mal gucken. Jedenfalls, ja, es ist nicht ideal, aber ich habe mich jetzt ganz spontan dazu entschieden, dass das doch die gute Idee ist. Und wenn wir schon den großen Big M kommen haben, dann mähen wir gleich einiges hin. Ich weiß noch nicht, ob wir wirklich alle Wiesen hinmähen, aber wir schauen mal. Und ich würde mal sagen, ich schnappe mir eine Kamera mit und vielleicht können wir den Big M ein bisschen begleiten. Ist ja durchaus mal interessant, so eine große Kiste hier am Mähen zu sehen. Und ja, wenn das soweit klappt, würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich in einer Zeitraffer-Aufnahme, in der ihr ein bisschen Big M bei der Arbeit seht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich würde mal sagen, bis gleich. Und weg ist er, ne? Ich bin eine Runde mitgefahren. Die drei Pferde waren natürlich auch praktisch, dass ich ihm dann zeigen konnte. Und ja, so schnell ging das. Jetzt liegt das hier alles und es liegt hier schön. Ne? Er hat es schön ausgebreitet. Und jetzt müssen wir natürlich nur gucken, dass wir das wenden und irgendwie zu Heu kriegen. Aber ich bin, wow, ne? Also das ging jetzt wirklich schnell. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir hier noch reinkommen. Nee, mein Schwiegervater hat hier schon die Litzen gespannt. Dann hüpfen wir da mal eben drüber. Ruck, so.
Ja, wir hatten da drüben ein bisschen problematische Probleme, ne? Wir sind da nicht vorbeigekommen. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu wenig Platz gelassen. Müssen wir mal, muss ich ganz ehrlich zugeben, ne? Wir haben jetzt hier quasi die Linie von dem Teil hier genommen. Aber vielleicht haben wir hier, ne, die zwei Pfosten, müsste ich vielleicht nochmal rausmachen, ein bisschen weiter nach innen versetzen. Auch wenn das quasi eigentlich der Weg hier wirklich so schmal ist, ne? Der Weg ist schon immer so schmal. Aber vielleicht ist er ein bisschen zu knapp. Na, es ist zwar so, dass hier ist zwar ein öffentlicher Weg, ne? Das ist ein öffentlicher Feldweg, der gehört nicht mir. Ist kein Privatgrund, der hier durchgeht. Ne? Mir gehört links und rechts vom Weg, ne? Mir gehören quasi hier die ganzen Grundstücke, mir gehören hier das ganze Grundstück, aber das ist eigentlich ein öffentlicher Feldweg hier durch. Aber es ist so, dass ich im Grunde der Einzige bin, der den nutzt. Ne? Hier hinten haben wir unsere Nachbarn, ne? Die beiden Häuser, ne? Die fahren immer drüben rein. Selbst wenn die von hier, von der Richtung kommen würden, fahren die trotzdem nicht bei uns vorbei, weil, na, ihr wisst das ja, wir verstehen uns nicht ganz so super. Und ja, die fahren immer von drüben rein und entsprechend ist dieser Weg eigentlich wirklich nur von mir benutzt. Von daher denk mal nicht, dass sich jemand dran stören würde, dass hier ein bisschen eng ist. Hier muss ja normalerweise nicht jeden Tag ein Big M durch. Aber eventuell sollten wir das dann doch mal machen. Wäre vielleicht nicht ganz schlecht. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Unser Vendor steht immer noch da drüben. Wir haben uns immer noch nicht entschieden, was wir mit dem Teil machen. Ob wir uns einen anderen suchen und versuchen, den irgendwie zu verscharbeln oder ob wir den nochmal herrichten, schweißen, gucken, dass wir das ganze Ding wieder ganz kriegen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Der Vendor ist ja relativ neu noch. Das könnte sich eigentlich schon lohnen. Das große Problem ist dann natürlich die Ersatzteilkosten. Ich vermute mal, alles, was wir dafür brauchen, ist insgesamt alles in allem nicht ganz günstig. Und da könnte es natürlich durchaus sein, dass es finanziell für uns mehr Sinn machen würde, das Teil zu veräußern und uns einen anderen gebrauchten Vendor zu suchen. Na, einfach vom finanziellen Aufwand. Außerdem, wenn man so ein Teil natürlich schweißt und so, das ist ja nie wieder ganz so, wie es neu ist. Und wenn man den ganzen Rahmen neu kauft, dann ist es sowieso finanziell, lohnt sich überhaupt nicht mehr. Ne? Von daher versuchen, das Teil loszuwerden. Kann sich jemand anderes damit rumschlagen und was anderes Gebrauchtes suchen, wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich werde es jedenfalls beim MF-Bauern nochmal den Heuwender holen heute. Haben wir schon ausgemacht. Ne? Ich habe gerade vorher mit ihm telefoniert. Das geht klar, das ist kein Problem. Ja. Dann kriegen wir das auch geregelt, kriegen wir das hier gewendet. Wie gesagt, ne, die Letzten sind schon gespannt. Wir brauchen jetzt nur noch ein Tor, wir müssen noch ein Tor hier hinmachen. Und einige von euch haben jetzt auch gesagt, ne, die zweite Variante wäre besser, ne, dass ich hier diesen Bereich hier abtrenne, ne, dass ich hier einen Zaun rum mache. Ich habe es jetzt so gemacht, dass wir das erstmal hier komplett zumachen. Ihr habt natürlich recht, ne, wenn ich hier ausmiste, dann wäre es natürlich praktisch, wenn ich hier abtrennen könnte und ne, die Viecher dann hier raussparren könnte. Aber wir haben das jetzt erstmal so gemacht, weil so einfach ein bisschen mehr Auslauf dazugekommen ist. Und außerdem haben wir hier auch diesen Bereich, wo die Walzen und so stehen, wo immer so ein bisschen Gebüsch ist. Und ich dachte, wenn das so ein bisschen abgefressen wird, schadet ja auch nicht. Und eventuell werde ich dann irgendwann mal hier noch einen zweiten Zaun reinziehen. Oder aber wir werden das dann so machen, dass wir einfach einen provisorischen Zaun stecken. Da werden wir tatsächlich ausmisten, dass wir die Viecher hier raustreiben und einfach hier so, also provisorisch mit so ne, weißen Stäben, wo man einfach so Litze dranhängen kann, hier kurz, das wäre ja auch kein Problem. Ne? Das geht ja auch ruckzuck. Das wäre auch eine Variante. Ja, genau. Was machen wir jetzt? Wir werden jetzt gleich den Vendor holen, beziehungsweise ich dachte mir, ich lasse das eine Stunde oder so liegen. Der Aufbereiter hat das ja schon, ne, schön zerhackt und schön aufbereitet und hingelegt. Und von daher dachte ich mir, lassen wir es erstmal eine Stunde oder zwei liegen und wenden es dann heute Nachmittag, ne, später Nachmittag, so gegen Abend. Und ja, dann hoffe ich, dass das alles gut klappt und dass das zu Heu wird. Ja, heutechnisch, ne, wir können mal ganz kurz hier reingucken. Es ist heutechnisch tatsächlich so, dass wir eigentlich jetzt nicht so zwingend Heu brauchten noch. Wir können ja mal reinschauen. Ihr seht das, da ist noch relativ viel da. Wir haben letztes Jahr sehr viel Heu auch gemacht, ne, aber wir hatten ja das Jahr vorher sehr knapp und dann haben wir sehr viel gemacht. Ich habe allerdings einen kleinen Plan. Ne? Ich habe einen kleinen Plan und zwar ist das immer noch so, auch wenn wir jetzt unseren Tierbestand erweitern, ist es trotzdem so, dass wir theoretisch flächentechnisch überlegen sind. Wir haben mehr Flächen als nötig für unsere Tiere, mehr Grünlandflächen als nötig für unsere Tiere. Und ich halte da zwar immer nicht so ganz so viel davon, ne, wenn Produkte wie Heu und so den Hof verlassen, ne, weil von wegen geschlossener Kreislauf und sowas. Aber ich denke mal, ne, dass wir ins Bio-Heugeschäft ein bisschen einsteigen werden, ne, weil Bio-Heu ist tatsächlich nicht so einfach zu kriegen, ne, für andere Betriebe, die Kapazitäten verkehrt rum haben, ne, wo mehr Tiere als die Flächen, die sie unterstützen können, haben. Oder wo jetzt, ne, wenn es in den schlechten Jahren war, sowieso so. Ne? Und dieses Jahr könnte auch wieder ein schlechtes Jahr werden, weil eben von dem Wetter bisher das schwierig war mit dem Heu. Ne? Ich bin nicht der Einzige, dem das Heu verregnet hat. Das hat auch andere erwischt. Und ja, aber allgemein, da haben wir halt eine gewisse Überproduktion und ich denke mal, dass ich das tatsächlich so aufziehen werde, dass ich jedes Jahr bewusst extra Heu mache, dass ich wirklich gucke, dass ich möglichst zwei Schnitte von meinen Flächen runterkriege, auch wenn es nicht zwingend nötig wäre.
Und dass ich eben, ne, so viele Ballen mache, wie nur geht, und den Überschuss einfach verkaufe. Das wäre kein ganz schlechtes finanzielles Standbein, noch ein bisschen Nebeneinkünfte, die wir gut gebrauchen können. Und wie gesagt, die Nachfrage an Bioheu ist hier in der Gegend auf jeden Fall gegeben. Die ist hier auf jeden Fall vorhanden, aber es ist ja nicht ganz so einfach. Als Biobetrieb kann man ja nicht einfach alles dazu füttern. Ne? Es gibt zwar immer so die Prozentsatzregeln, dass man einen gewissen Prozentsatz nicht biologisches füttern darf. Aber es ist eben, ne, irgendwann wird der Prozentsatz überschritten. Von daher, wenn die zukaufen müssen, ist es natürlich besser, wenn ein schönes Angebot an Bio heute ist. Und deswegen möchte ich das abdecken. Und damit, ja, hoffentlich ein bisschen, weil unsere Hofladenpläne sich ja komplett in Luft aufgelöst hatten, wollen wir uns, ich möchte mich ein bisschen breiter aufstellen. Ne? Wir haben jetzt ja gleich die Milch dann, also was heißt gleich, das dauert noch ein bisschen, aber wenn hier das alles klappt. Und ne, dann haben wir die Milch, dann haben wir den ne, Fleisch, dann haben wir ne, unsere Pferdepension mehr oder weniger, und ja, wir haben natürlich unseren Ackerbau, und dann hätten wir nochmal ein Standbein, wenn wir hier wirklich Heu verkaufen. Dann haben wir jetzt ja schon Silage verkauft die letzten 2 Jahre, weil wir Silageüberproduktion hatten, und ich denke aber, dass ich lieber in den Bereich Heuverkauf gehen möchte als in den Bereich Silageverkauf. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es tatsächlich mehr Silage hier in der Gegend gibt als Heu, weil eben Silage einfacher zu machen ist. Es gibt hier tatsächlich einige Betriebe, die da hier 3, 4 Stunden im Jahr runter rattern und die wirklich dann auch Silageballen verkaufen. Da bin ich nicht der Einzige. Deswegen haben wir auch gar nicht so leicht das Zeug losbekommen. Heu ist natürlich dagegen schon ein bisschen schwieriger. Und entsprechend denke ich mal, dass ich da ein bisschen. Wir werden wahrscheinlich weiter in Silage verkaufen. Ne? Wir haben jetzt dieses Jahr wahrscheinlich wieder ein bisschen Überproduktion, wobei wir müssen jetzt mal gucken, na, wenn wir unseren Tierbestand erweitert haben, wie wir dann hinkommen. Aber im Großen und Ganzen, ja, genau, so machen wir das. Genau so machen wir das. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Ich habe jetzt schon wieder viel zu viel gequasselt, wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich wollte einfach nur mal sagen, na, wir versuchen uns noch weiter auszubreiten, was unsere finanziellen Einkünfte angeht, weil wir das einfach brauchen. Ne? Der Hof muss sich so breit wie möglich aufstellen, um eben, ne, auch in Zukunft ne, entsprechend sicher zu sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da wirklich in jede Richtung gehen, in die wir gehen können. Und nachdem wir jetzt wirklich jetzt hier schon mehrere Jahre in Folge im Grunde eine Überproduktion an Silage und Heu hatten, bis auf das eine Jahr, wo es halt auch ganz schlecht war mit dem Heu. Deswegen werde ich jetzt auch hier nicht alles wegverkaufen. Das wäre jetzt natürlich eine Variante zu sagen, okay, jetzt kommt das neue Heu rein, das alte verkaufen wir einfach weg. Mache ich aber nicht, weil ne, letztes Jahr hatten wir ganz große Probleme mit dem Heu, da wurde es wirklich knapp, mussten Heu dazukaufen, weil es eben, ne, weil wir eine Heuernte verbockt haben, weil es nicht geklappt hat. Ne. Wir konnten dann unseren großen Schnitt gar nicht wirklich machen, und weil das Wetter einfach nie mitgespielt hat. Und da sind wir dieses Jahr noch nicht vorbei. Das wäre jetzt vor Herbst, nach dem letzten Schnitt, werde ich nichts verkaufen, weil ich bis dahin ja nicht weiß, was ich habe. Und deswegen, das bleibt es auch alles mal hier, unser Vorrat hier. Genauso sieht es mit Stroh auch aus. Wir haben definitiv zu viel Stroh, denke ich mal. Aber sicher ist sicher. So, genau. Das war so ein bisschen allgemein der Punkt. Ich habe noch einen dritten Punkt, den ich auch eventuell dieses Jahr mit angehen möchte. Und zwar habe ich mir überlegt, mit meinem Mähdrescher in den Lohn zu fahren. Ist natürlich hier ein bisschen schwierig, überhaupt, ne, jemand zu finden, der was zu dreschen braucht, weil hier halt wirklich nicht so viel Getreideanbau ist. Aber wir haben den Drescher jetzt ja ein Jahr im Einsatz gehabt. Ne, der hat sehr viele Stunden, als wir den übernommen haben. Und ich war mir nicht so sicher, ob er zuverlässig ist. Und ne, mit einer Kiste, wo man überhaupt nicht weiß, was passiert, in Lohn gehen, ist ein bisschen schlecht. Aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Vertrauen in die Kiste, die hat letztes Jahr gute Arbeit geleistet. Und ich denke mal, dass wir eventuell dieses Jahr so anfangen würden, so ein, zwei kleine Lohnaufträge, falls sich irgendwas ergibt, zu machen, dass wir auch da dann nochmal ein Standbein haben. Ja, schauen wir mal. Also ist zumindest so ein bisschen der Plan, dass wir uns da ein bisschen umorientieren auch. Ne? Wir hatten uns sehr auf die Direktvermarktung und sehr auf den Hofladen konzentriert. Und ja, das hat ja alles so nicht funktioniert. Die Direktvermarktung haben wir immer noch mit unseren Automaten, aber eben nicht in dem Stil, in dem wir uns das Ganze eigentlich vorgestellt und erhofft hatten. Und entsprechend müssen wir jetzt gucken, dass wir ein bisschen in einen anderen Bereich gehen. Ist wahrscheinlich aber finanziell gar nicht unbedingt so schlecht, weil es ne, die traurige Wahrheit ist, dass trotz Direktvermarktung Hofladen und so weiter, damit wird man nicht reich. Ne? Das ist ziemlich übel. Es ist ziemlich übel, ne? Aber so ist das halt leider in der Landwirtschaft. Na, die Produkte kann man einfach nicht selber direkt vermarkten. Das ist das große Problem. Ne? Das, eben viele Landwirte haben das Problem. Und ja, ne? Die Direktvermarktung ist nicht immer die Lösung. Das ist das Problem. Sondern ich würde mal sagen, wir hocken uns jetzt auf den Johnny und ja, gehen gleich mal rüber zum Nachbarn und holen uns. Sag mal, hab ich denn? Ach nee, ich habe ihn da oben hingestellt. Ne? Zum Nachbarn, sage ich schon, zum MF-Bauern rüber und holen uns den Wender.
Was ich eigentlich sagen wollte, genau, ne, das Problem mit der Direktvermarktung ist einfach, ne, wenn ich als Landwirt mir ein Produkt verkaufe an einen Großhandel, dann kriege ich wirklich wenig dafür, weil der Großhandel möchte verdienen, der Händler, an den der Großhandel liefert, möchte verdienen und der Verkäufer möchte verdienen. Ne. Das geht in der Regel, geht das ja über 2 oder 3 Schritte. Ne. Wenn es eine weiterverarbeitende Industrie ist, dann geht es noch über mehr Schritte. Und jeder möchte was dran verdienen und jeder möchte eigentlich mehr dran verdienen, als der Landwirt dran verdient. Ne. So funktioniert das letzten Endes. Das heißt, ich als Landwirt, der das Produkt anbaue, bekomme quasi den kleinsten Teil des Gesamten. Das ist einfach so. Ne. Das ist nicht nur in der Landwirtschaft so, das ist eigentlich in fast allen Bereichen so. Und dass der Handel eben das ist, was Geld verdient, ne? Dass der Handel das ist, was absahnt und ja, also, so ist das letzten Endes strukturiert. So, halt, wir müssen in eine andere Richtung. So ist das letzten Endes strukturiert, ne? Dass der Handel möchte Geld verdienen. Ne? Wenn jemand mein Produkt verkauft, dann möchte er mit meinem Produkt mehr Geld verdienen, als er dafür gezahlt hat. Ne? Oder ich sag mal, ein 100% Gewinn ist im Grunde das, was normal ist. Ne? Also wenn jemand, das ist auch angestrebt. Ne? Wenn ich jetzt hier quasi, keine Ahnung, das Produkt für 1 Euro kaufe, dann möchte ich es für 2 Euro wiederverkaufen. Das heißt, ich als Landwirt habe für das Produkt 1 Euro bekommen. Ich hatte vielleicht 70 Cent Produktionskosten, das heißt, ich verdiene 30 Cent dran. Der nächste Händler verkauft es aber für 2 Euro weiter. Der hatte 1 Euro Einsatz und verdient dann 1 Euro dran. Ne? Er verdient eigentlich schon mal deutlich mehr als ich. Ne? Und der nächste kauft vielleicht dann, der das für 2 Euro kauft, verletzt dann der Laden und der verkauft dann für 4 Euro. Na, es ist nicht immer so und nicht mit allen Produkten, aber letzten Endes ist es halt wirklich so, dass die Gewinnspanne, wenn man direkt vermarktet, eigentlich riesengroß ist, weil man eben das alles selber einstreichen kann. Na, weil man eben als Landwirt sagen kann, okay, ich verkaufe das jetzt direkt für 4 Euro und dann verdiene ich eben 3,70 Euro anstatt 30 Cent. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das einzige Problem ist eben die Masse. Die Masse ist das große Problem, weil ich als direkt vermarktender Landwirt kann einfach nicht so viel verkaufen. Selbst wenn ich einen richtigen Hofladen habe, selbst wenn der Hofladen gut geht, da kommen nicht so viele Leute. Na, guck mal, wie viele Leute jeden Tag in Aldi gehen. Kein Hofladen hat nicht mal wahrscheinlich nicht mal 1% von diesem Kundenzulauf, den ein üblicher Aldi oder sonst irgendwas hat. Na, das ist einfach, das sind ganz, ganz andere Dimensionen. Und das bedeutet, dass das nicht skalierbar ist. Das bedeutet, dass ich zwar mit den Produkten, die ich in der Direktvermarktung verkaufe, zwar gut Geld verdienen kann, aber es eben nicht skalierbar ist. Das heißt, ich kann nicht alle meine Produkte so verkaufen. Ich kann nicht mal einen großen Teil meiner Produkte so verkaufen. Die meisten Produkte muss ich über den Großhandel loswerden und ich kann nur einen kleinen Teil in Direktvermarktung verkaufen. Und das Problem ist, dass die Direktvermarktung mich ja auch Geld kostet. Ich muss mir da eine Kassiererin hinstellen oder Automaten hinstellen. Oder ich muss ja auch einen Ladenraum machen, eine Miete oder eben selber was auf meinem Hof machen, ausbauen und so weiter. Ich habe Auflagen, ich habe all das ganze Gedönse. Und das bedeutet dann am Ende, dass eben nicht mehr sonderlich viel dabei rumkommt. Na, dass eben von diesen 3,70 Euro, wo ich jetzt mit diesem Produkt theoretisch verdient hätte, ein großer Teil davon verschlungen wird, dass ich den Laden unterhalte. Na, und das Problem ist, dass die Unterhaltskosten für den Laden, die werden ja nicht mehr, wenn ich mehr Produkte verkaufe, aber ich kann gar nicht mehr Produkte verkaufen, weil eben einfach die Kundschaft begrenzt ist. Ne? Das Einzugsgebiet ist nicht so groß, das Interesse ist auch nicht so groß. Ne? Das ist halt die nächste traurige Wahrheit. Ne? Jeder braucht Lebensmittel, jeder kauft sie ein, aber jeder geht eben irgendwo, ne, zum Discounter. Und ich meine, so ist das halt nun mal einfach. Ne? Da ist es einfach, da bekommt man alles. Ne? Ich kann in meinem Hofladen nicht alles anbieten. Ne? Und wenn jemand in den Discounter geht und die sind dann auch alle noch miteinander, ne, in einem Industriegebiet oder so, dann kann man alle beide Discounter quasi mehr oder weniger, die man findet nie irgendwo in einem Laden alle. Ich denke mal, die meisten von uns kennen das, man muss immer mindestens in 2 Läden gehen. Aber die 2 Läden sind halt gleich nebeneinander und so und das ist viel angenehmer. Dann geht man nicht noch in den dritten Laden, ne? Hofladen irgendwo bei einem Bauern, wo ganz woanders, wo man jetzt vielleicht auch nur ein paar Sachen kriegt. Da geht man vielleicht einmal im Monat zum Hofladen, wenn es hochkommt. Und deswegen, ja, die Direktvermarktung ist leider auch nicht unbedingt die Lösung für die finanziellen Schwierigkeiten in der Landwirtschaft. Auch wenn es natürlich eine gute Sache ist. Ja, von da wollten wir ja auch mit unserem Kaffee, beziehungsweise Spaziergang im Restaurant, mehr oder weniger, ne, so Richtung Biergarten oder sowas, weil man da eben auch eine große Gewinnspanne hat und vor allem damit auch eine ganz andere Laufkundschaft quasi ansprechen kann. Aber ja, es ist alles, ne, es ist nichts draus geworden leider und entsprechend ist wie es ist. So, ich höre jetzt auch mit Quasseln, ich werde jetzt den Wende holen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
So, ja, zwei Wiesen haben wir gewendet, eine haben wir noch. Und ne, das hier ist ja die, wo im Grunde schon ödend wird. Und da haben wir ja schon Silage drauf gemacht, sehr früh im Frühjahr. Und da werden ja dieser Glück mit dem Silageschnitt ganz früh im Frühjahr schon Silageschnitt hier runter bekommen. Und entsprechend steht natürlich nicht ganz so viel drauf, aber ich habe gedacht, das machen wir jetzt mit. Da machen wir auch schön Holz draus. Na, wie gesagt, schönes Eben wird das jetzt Sommerödend quasi, frühes Ödend, das wird toll. Und ja, na, eben im Hintergedanken auch, dass wir eben, um Holz zu verkaufen, versuchen, möglichst viel runterzukriegen. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch einen dritten Schnitt auf diese Wiese hinkriegen. Das kann natürlich dann Silage werden, aber das wäre natürlich cool. Ja, jetzt, ne, diese Wiese haben wir noch zu machen. Die letzte, auf der steht der Bestand auf jeden Fall gut. Ne, das ist richtiges, ne, ja, zäh würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt so richtig ein bisschen, ne, mehr Rupfaseranteil Heu wird das, ein ne, richtiges Heu. Und ja, ne, eher was für die Pferde und so. Und ja, genau. Arbeitsbreite ist einfach nur Arbeitsbreite, ne? Wie sagt man so schön? Arbeitsbreite ist durch nichts zu ersetzen, außer Arbeitsbreite. Ja, nee, Arbeitsbreite ist schon toll. Ne? Ist natürlich, brauchen wir nicht, ne? So viel brauchen wir nicht. Ne? Hier, wie viele Kreisel sind das jetzt? 2, 4, 6, 8, 10. 10 Kreisel, 10 Kreisel brauchen wir nicht. Ne? Aber es ist schon cool zu haben. Ne? Also da muss ich jetzt einfach mal so loswerden. Ne? Das ist schon. Na, angefangen hat es ja vorher mit dem Big M. Also, ne, wie schnell der hier meine Wiesen runtergerasselt hat. Ne, ich weiß ja, wie lange die Wiesen dauern, ne, wie lange ich da manchmal mit beschäftigt war schon. Die zu mähen, ne, mit unserem Mähwerk, unserem Heckmähwerk nur. Und ne, hat die Dinger halt mal eben zack, zack, zack. So schnell konnte man gar nicht gucken, waren die Wiesen alle runter. Ne, ich meine, der hat dann nicht nur Arbeitsbreite, der hat auch Geschwindigkeit, der ist knapp 25 km/h gefahren mit dem Teil. Ne, mit den großen, dicken Reifen kann der halt auch über die Unebenheiten schön drüber gleiten, ne, das läuft dann. Und natürlich hat er auch die Leistung in der Maschine, um eben das durchzuarbeiten, dass so viel ne, Gras in so kurzer Zeit. Aber ja, eine Arbeitsbreite ist natürlich ne, einfach, ist klar. Ne, damit halt, gibt es halt ein Stück und nicht. Mit dem Wender hier ist er dasselbe. Ne? Das merkt man schon, ne, wenn man unseren alten Wender vergleicht mit diesem Teil hier, wie viel schneller man einfach ist. Und auch wenn wir das eigentlich an sich nicht brauchen, muss ich doch tatsächlich zugeben, dass ich, ja, ne, man wie ist das? Ist das? Ne? Es ist halt so. Ne? Wenn man mal ein schnelles Auto gefahren ist, hätte man auch gern sowas. Ne? Wenn man mal einen großen Schlepper gefahren ist, hätte man auch gern sowas. Meistens ist halt komplett unrealistisch und außerhalb der Reichweite, aber vielleicht in dem Fall nicht ganz so sehr. Ne? Was ich eigentlich damit sagen will, wenn wir tatsächlich den anderen Wender verkaufen, ne, den defekten und uns einen gebrauchten suchen, vielleicht suche ich mir tatsächlich was mit mehr Kreisel, als wir jetzt haben. Er muss ja nicht 10 Kreisel sein, ne? Aber ich meine, wir hätten jetzt. Ja, wir haben jetzt 6 Kreisel, ne? Ja, wir haben jetzt 6 Kreisel. Eine 8 wäre ja auch schon nicht schlecht. Oder ein 6 Kreisel mit mehr Arbeitsbreite. Also ein bisschen mehr Arbeitsbreite. Das könnte nicht schaden. Vor allem, wenn wir tatsächlich mehr Heu machen wollen und so. Und es ist halt nun mal so eine Sache, ne? Wir haben mit dem Schwarte auch aufgerüstet. Weil, na, mit dem Einkreisel Schwarte, das war einfach nichts. Ne? Der war ja auch ein bisschen schmal. Ne? Das war ja bloß ein kleiner Frontschwarte. Jetzt haben wir natürlich einen relativ schmalen Zweikreisel Schwarte, ne, mit 6,5 Meter Arbeitsbreite oder so. Na, die gibt es ja deutlich größer. Aber es muss halt dann, wenn man schwaden will, muss es schnell gehen. Und damals habe ich ja noch argumentiert, na, beim Wenden ist das nicht so wichtig, schwaden ist wichtig. Na, wenn man es wenden muss, ob man das jetzt ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer macht, das spielt keine Rolle, es ist nicht so wichtig und so weiter. Schwaden ist halt ganz wichtig, weil wenn ich halt nachher zum Schwaden na, nur 4 Stunden brauche statt 6 Stunden oder so, das kann eben den Unterschied machen zwischen noch im Trockenen reinkriegen oder nicht. Beim Wenden ist das nicht unbedingt so zeitkritisch, weil na, am Tag nach dem Wenden kommt ja nichts. Nach dem Wenden kommt ja wieder Trocknen. Ne? Von daher ist das Wenden nicht ganz so wahnsinnig zeitkritisch. Aber ein bisschen zeitkritisch ist es natürlich schon, ne? Wenn ich zweimal am Tag wenden möchte, weil ich zum Beispiel das Wetter halt nicht so super ist und einmal am Tag nicht ausreicht, und ich zweimal am Tag alle meine Wiesen wenden möchte und ich alle Wiesen gleichzeitig mähe, dann wird das schon gar nicht so uneng. Ne? Und man möchte ja auch nicht allzu früh anfangen mit Wenden und möchte nicht allzu spät aufhören mit Wenden und so. Von daher ein bisschen zeitkritisch ist es natürlich schon, vor allem halt, wenn man wirklich große Flächen macht. Und wir machen keine großen Flächen. Wir machen nicht viel, wir machen keine großen Flächen. Wir sind hier immer noch relativ klein im Vergleich zu Landwirten, die es hier in der Umgebung gibt, die auch noch sehr viel Grünland machen und so. Aber dennoch möchte ich halt einfach feststellen oder zur Kenntnis nehmen für mich selber und für euch auch, dass so eine tolle Arbeitsbreite beim Heuwinter schon toll ist. Na, man macht halt einfach Fläche. Und man kann quasi, na, wenn man sagt, ich möchte jetzt das Heu wenden, dann kann man auch wirklich jetzt das Heu wenden und ist nicht irgendwie 3 Stunden später immer noch dabei. Ich weiß, das ist alles ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, ne, 10 Kreisel ist halt 4 Kreisel mehr als eine 6 Kreisel. Also das macht schon einen Unterschied. Und wie gesagt, das muss kein 10 Kreisel sein, aber ich bin tatsächlich jetzt am Überlegen, falls, und es ist, seien wir mal ehrlich, ne,
Seitdem ich den Gedanken habe, habe ich mich auch eher auf den Gedanken festgefressen. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass wir hier außenrum quasi irgendwie jetzt hier anderthalb Mal fahren müssen oder so. Ja, weil ich jetzt hier hinten angekommen bin. Ich habe mich jetzt so ein bisschen eher an dem Gedanken festgefressen, dass wir den unseren kaputten Wender tatsächlich verkaufen und jemand anderen sich mit dem Teil rumschlagen darf. Weil ich jetzt natürlich so im Hinterkopf habe, dann könnte es ja was Größeres werden. Und ihr wisst ja, wie das ist. Ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Jetzt haben wir einen größeren Schlepper, vielleicht wollen wir einen größeren Wender. So nimmt die Sache ihren Lauf. Ja, ich muss mal gucken, ne, preislich überhaupt, aber ich glaube, so ganz so viel tut sich da nicht, ne, zwischen 6 und 8 Kreisel oder so. Ne. Wie gesagt, wenn man ein bisschen was Älteres nimmt oder so, oder wo was vom Zustand nicht ganz so gut ist, da kann man schon, denke ich mal, eine Arbeitsbreite dazu gewinnen, definitiv. Und ja, ich weiß nicht, ne, vielleicht ist es unnötig, vielleicht ist es wirklich unnötig. Blödsinnig, ne, irgend so ein Hirngespinst, so ein Gedankengang, den man eigentlich nicht haben bräuchte, weil, ne, braucht man nicht wirklich und ging bisher auch so gut. Aber, ja, keine Ahnung, wenn es finanziell irgendwie drin wäre, wäre es natürlich schon interessant, ein bisschen breiteren Wender. Ich weiß ja nicht, was meint ihr? Brauche ich einen breiteren Wender oder brauche ich keinen breiteren Wender? Oder sagen wir mal so, ne, ist da auch das, ne, haben ist besser als brauchen Prinzip gut oder eher nicht? Ich meine, ein Nachteil hat ein breiterer Wender natürlich. Ich bin jetzt hier so mit Vorgewende gefahren. Ne? Ich bin auf, mit diesem Teil hier kann ich nicht im Kreis fahren. Normalerweise beim Wenden fahre ich ja ganz gerne im Kreis. Ja, ne, mit diesem Teil muss ich Vorgewende fahren. So, jetzt müssen wir hier rüber, dass wir das hinten auch erwischen. Mit diesem Teil muss ich Vorgewende fahren. Da komme ich nicht ums Vorgewende drumherum. Ich denke mal, dass selbst mit 8 Kreisel wird das schon schwierig, im Kreis zu fahren, weil halt einfach, ne, die Wendigkeit nicht so sehr gegeben ist. Und ne, zum Beispiel jetzt auch hier an der Kante, ich habe das ja vorher ausprobiert aufs andere Wiese, ich komme hier nicht rum. Ne? Ich kann hier, diese Kante kann ich den Wender nicht rumziehen, ohne dass ich jetzt hier in der Mitte, ne, Moment, wenn ich hier ganz kurz aussteige, kann ich euch das zeigen, dass ich hier in der Mitte, wenn ich hier eine zu enge Kurve fahre, dann nimmt der Wender hier in der Mitte, macht er dann ein Loch, ne, weil er das alles halt hier in die Richtung schmeißt. Und wenn wir da einen Kreis fahren, dann bleibt hier in der Mitte, wird ein Loch. Und ja, ne, nachdem der hier so weit weg ist vom Mittelpunkt vom Schlepper, muss ich einen ziemlich großen Radius fahren. Und ja, außerdem ist natürlich so, dass er jetzt voll eingeknickt ist. Und wenn ich jetzt weiterfahre, dann ziehe ich den mit rum. Das heißt, ich mache nicht nur ein Loch, weil ich hier eine Kurve fahre, sondern ich mache sogar noch mehr ein Loch, weil ich jetzt dieses Rad hier nach hinten schiebe. Und wenn ich jetzt dichter einschlage, dann wird der ganze Wender quasi hier nach hinten gedrückt. Und dann wende ich ja quasi rückwärts. Und dann, ja, das ist nicht so super für die Wendequalität. Und das ist theoretisch möglich, aber ist nicht so super. Das heißt, an so einer Kurve muss ich dann tatsächlich so, muss ich dann tatsächlich auch das Ding ausheben. Muss ein ganz kurzes Stück zurücksetzen und das Ding dann wieder absenken, was natürlich auch wieder seine Nachteile mit sich bringt, weil jedes Mal, wenn ich das Teil absenke, gibt es auch mehr oder weniger ein Loch. Ne? Beziehungsweise dann schmeißt er halt das ein bisschen doppelt zusammen. Von daher, ein großer Wender kann auch seine Nachteile haben, ne? Gerade auf kleinen Flächen. Die Fläche unten, die haben wir jetzt ja nicht gemäht, nur unten an der Straße. Ne, ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig. Ich glaube, das wäre ein bisschen sehr schwierig mit so einem großen Wender. Von daher. Ja, das ist, wie gesagt, so riesig müsste ja auch gar nicht sein. Aber ja, ein bisschen mehr Arbeitsbreite könnte ich mir vorstellen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ne? Gute Idee, schlechte Idee. Würde mich mal interessieren. Haut das einfach mal rein in die Kommentare und dann gucken wir mal, was draus wird. Aber letztendlich, ne, wenn es tatsächlich so kommen sollte, ja, so ein bisschen den Gedanken habe ich jetzt und werde den auch nicht mehr los. Bin ich größenwahnsinnig? Vielleicht bin ich ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Vielleicht bin ich ein bisschen größenwahnsinnig. Gut, fahr mal heim. Ich würde mal sagen, wir haben dann tatsächlich, ne, wir haben es geschafft für heute. Wir haben tatsächlich Feierabend, obwohl, ne, der Tag noch nicht rum ist. Ich habe definitiv noch Sachen zu tun, ne? Aber nichts, was das Film wert wäre. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Und gucken mal, ne, ob das Feuer wird und ob das Wetter. Im Moment ist das sehr heiß, ne? Also ich habe das Gefühl, dass der Boden auch schon austrocknet, seitdem wir das gemäht haben und seitdem ein bisschen die Sonne quasi rankommt. Also von daher, ich habe, Moment, wir können ja gerade mal, wenn es, bevor ich hier hochfahre, steigen wir gerade mal ganz kurz ab hier. Ja, ganz kurz hier am Boden krümeln. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier morgen früh mit dem Striegel drüber können. Könnte mir vorstellen, dass wir hier morgen früh mit dem Striegel drüber können. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit den Wänden vorher, nachher. Vor oder nach dem Striegeln. Aber ich denke mal, wir können morgen Vormittag mit dem Striegel hier drüber. Na, zum Striegeln darf es ja auch nicht zu trocken sein, aber auch nicht zu nass. Und ich denke mal, morgen früh ist gut. Und dann rauschen wir da nochmal mit dem Striegel drüber. Und wenn wir das gemacht haben, dann bringen wir Mist aus. Der Grund, warum ich nicht erst Mist ausfahre und dann striegle, ist, weil ich Angst habe, dass der Mist im Striegel quasi, ne, quer vor die Striegelzinken sich liegt. Und dadurch die Striegelzinken vielleicht tiefer arbeiten, als sie sollten. Ne? Das ist ja, wenn hier jetzt
Wenn das eine Wiese wäre, würde ich mit dem Striegel den Mist einarbeiten, weil das Gras natürlich in der Wiese viel, viel fester steht. Wenn ich hier noch nicht gesät hätte, würde ich natürlich auch mit dem Striegel drüber, weil der Striegel einfach das nochmal ein bisschen kleiner, zerkleinert, den Mist. Aber in dem Fall habe ich halt Angst, dass abgesehen vom Mist zerkleinern, eben der Boden aufgerissen wird und dadurch unser Saatgut nach oben befördert wird, was wir hier schon drin haben vielleicht. Und deswegen möchte ich erst striegeln und dann mit dem Mist drüber. Und ja, je nachdem, wie das Wetter morgen ist und wie das mit dem Heu morgen aussieht und so, vielleicht können wir morgen beides machen. Vielleicht auch nicht, müssen wir mal schauen. Den Wender muss ich heute nicht zurückbringen. Ich habe ihn gefragt, er hat es natürlich im Moment nichts liegen. Er hat nämlich sein Heu letztes Mal ja ein bisschen früher gemacht wie ich. Und hat das tatsächlich noch reingeschafft, bevor es reingeregnet hat. Und entsprechend hat er jetzt im Moment, er hätte auch gar nichts mehr. Ne? Ich glaube, bei ihm hat es auch in was reingeregnet, dass er nicht alles reingeschafft hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er hat jetzt keine Wiesen mehr, ne, die er im Moment mähen kann. Von daher, ja, kann ich das Teil jetzt erstmal hier behalten über Nacht. Und genau, das machen wir jetzt auch. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob wir das hier hinkriegen, wenn ich jetzt V drücke. Was ist jetzt los? Der klappt gar nicht aus. Oha. Okay. Nicht, dass ich mich beschweren will. Überhaupt nicht. Ich dachte, ich war schon drauf gefasst, gleich wieder X zu drücken, um zusammen. Aber ja, okay. Wahrscheinlich dann mal anheben. Beim Anheben wird dann wahrscheinlich erstmal aus. Ja, so wie ist das wahrscheinlich, ne? Ablassen nicht, aber beim Anheben. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist so eine Eigenheit im LS. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Das ist so eine Eigenheit, die ist schon seit Anfang alles 19 drin und 3 Jahre später sind wir noch drin. Ach ja, der liebe LS. Wir alle mögen ihn. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt wirklich Feierabend mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und.